wie schafft man es mit 30 Urlaubstagen die ganze Welt zu bereisen, 120 Länder zu bereisen? Wir verraten es euch. Ich werde euch jetzt ein bisschen erzählen, da geht das Bier schon flöten, das ist schade. In unserer Live-Show geben wir euch Tipps, wo und wie ihr clever reist. Es gibt einen Gegner, den ihr bisher nicht hattet, das ist der hier. Okay, die Grünen haben wir schon bereist, das ist schon relativ über 120. So ein paar Geschichten aus diesem grünen Markierten bringen wir heute auch mit tatsächlich. So, also jetzt geht's rund, auf geht's nach Südostasien. Die hatten richtig Bock zu sparen, ich aber auch ein bisschen, weil man sieht auf diesem Foto so ein bisschen, wer das Taxi bezahlt hat. Aber wieder eine Publikumsfrage, wer weiß, wo das ist? Warum ist Europa ein fantastischer Kontinent, um ihn zu bereisen? Wir haben 10.000 Brauereien. Außerdem gibt es abenteuerliche Reisegeschichten. Und dann kam halt so ein Radpanzer von den Italienern da lang. Problem war, ich war hiermit, Glückwunsch, offiziell verhaftet. Dieser Bus, ihr seht das schon, der hatte wirklich alles tatsächlich. Aber eins hatte dieser Bus nicht, die Toilette. So, das haben wir aber erst später erfahren. Haben wir noch einen anderen Geheimtrick, Adrian? Hast du noch irgendeinen? Ja, wir werden ja auch gefragt. Wir haben einen, den wir immer nennen. Neugierig? Dann kommt jetzt mit uns auf die Reise. Bier gibt's tatsächlich immer.